Spätestens, wenn die Kette über die Ritzel springt, ist es Zeit, die Kassette zu wechseln. Wie das funktioniert, zeigen wir euch jetzt in diesem Video. Zum Wechseln der Kassette benötigen wir das passende Abziehwerkzeug und eine Kettenpeitsche. Zuerst müssen wir den Verschlussring öffnen, weil sich aber das Ritzelpaket sonst in der Öffnungsrichtung mitdreht, müssen wir es mit der Kettenpeitsche festhalten. Zuerst setze ich die Kettenpeitsche an einem der größeren Ritzel an und öffne dann mit dem Verschlusswerkzeug den Verschlussring gegen die Pfeilrichtung. Dann kann ich den Verschlussring ganz abschrauben und die Kassette nach vorne abziehen. Die neuen Ritzel können jetzt in der richtigen Reihenfolge auf dem Freilaufkörper montiert werden. Durch die Form des Freilaufkörpers passen die Ritzel nur in einer Position. Wenn das letzte Ritzel aufgesteckt ist, schrauben wir noch den Verschlussring drauf. Zum Schluss ziehen wir den Verschlussring noch mit dem Werkzeug fest. Das Drehmoment sollte 40 Newtonmeter sein. Wer sich nicht sicher ist, verwendet besser einen Drehmomentschlüssel. Damit das Ritzelpaket möglichst lange hält, ist es wichtig, regelmäßig die Kette zu wechseln. Wie das funktioniert, zeigen wir euch in einem eigenen Video.